Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem frühen Morgen. Er sollte eigentlich zu Christi laufen. Also jetzt. Max hat gesagt, wahrscheinlich rufen wir zu dir und dann rennt er sofort zu Christi. Die Kinder powern gerade Leo aus, weil er ein bisschen alleine bleibt. Und wir düsen gleich wieder mal in die Innenstadt, weil wir ja bald Nikolaus haben. Und ich brauche unbedingt etwas für die Kinder. Weiß überhaupt noch nicht was. Ich muss gucken, wo ich überhaupt irgendwo was finde für die. Je älter sie werden, desto schwieriger ist das Ganze irgendwie. Früher war das schön einfach, so ein Lego oder Playmo oder so irgendwas Kleines. Heute, keine Ahnung. Mein Schnucki hat ein bisschen gekränkelt mit seinem Rücken heute Morgen, Ein bisschen aber gekränkelt. er Der kam Ischi nicht aus dem. Arschner. Er hat sich aber so schöne Übungen geholt aus dem Internet, also Ja, angeguckt, aber Yoga-Übungen. Katze-Kuh Katze-Kuh. diagonal, eine Bauchatmung Und und dann geht's. nee, man muss auch die sich hinlegen und Beine aufstellen und Hüfte hoch, ey. Also genau den Bereich, Der wehtut. den man eigentlich Also nicht bewegen bei dem ist möchte. es seitlich. Ich weiß nicht, ob er sich verlegen hat oder so, irgendwas eingeklemmt hat, aber nach dieser Übung ging es schon besser. Ne? Ja, früher wäre ich zum Arzt gelaufen, hätte mir eine Spritze abgeholt. Ja. Aber Aber ich meine, gut, wenn das mit Yoga-Übungen geht, dann. Ich eine habe auch ein Spritze hat ja auch nur paar, die die ich Funktion, das zu kenne. betäuben, damit man sich wieder bewegt. Ja, genau, So habe ich das. das mal gehört. Ja, Und stimmt. ja, man kann sich auch so bewegen. Ne? Tut so ein bisschen weh, aber wird schon. Das stimmt. So, Leo tobt durch den Schnee jetzt hier, ne? Weil mittlerweile kürzt er hier so ab. Er läuft nicht mehr in den Schnee, ne? Doch, da jetzt. Bin gespannt, ob er über die Terrasse wieder läuft oder eigentlich außen rum. Normalerweise ist er immer außen rum gelaufen. Nein, Terrasse. Übrigens, ich habe gestern Abend nochmal meine Kissen rausgeholt mit den Sternen. Ich hatte gestern ein paar Bilder noch aus dem Reihenhaus geguckt, auch hier vom letzten Jahr oder vorletzten Jahr. Letztes Jahr war alles rot. Und dann dachte ich, Mensch, ich habe doch noch diese Sternkissen. Und ich finde, das passt ganz gut, gerade so zu Weihnachten jetzt, ne? Sieht eigentlich immer ganz nett aus. Also ich habe jetzt zwei Stück quasi nochmal dazu genommen. Habe mich gerade schon angezogen. Wisst ihr, was ich heute Morgen gemacht habe? Ich habe schon mal die ersten Weihnachtsgeschenke eingepackt. Ich habe heute Morgen sowieso ganz viel gemacht. Irgendwie bin ich heute zu früh aufgestanden und habe vom Haushalt schon mal die Wäsche gemacht. Tatsächlich geschafft irgendwie. Und Weihnachtsgeschenke eingepackt. Ich bin gespannt, was meine Nichte zu ihren Sachen sagt. Werde ich mal die nächsten Wochen irgendwie, also kurz vor Weihnachten, werde ich dann losschicken. Und ja, habt ihr schon alle Geschenke? Also ich nicht. Ich habe nur so ein paar. Ich habe für Max sogar aber schon ein Geschenk. Für meine Mama habe ich zwei Sachen. Für meine Nichte habe ich schon mal zwei. Genau, für den Rest, also muss ich noch besorgen. Und wie gesagt, der Nikolaus ist jetzt übermorgen und ich muss unbedingt in die Stadt und gucken, was ich so Schönes finde. Ich habe geguckt, schon mal bei Nanuna haben die so ein paar schöne, ja, Sachen, also nicht Deko, sondern irgendwelche Kuchen oder beziehungsweise so Kuchen in Tasse gibt es da, so ein paar Kleinigkeiten. Ich guck mal, was ich für die Kinder so finde, für alle drei. Und ansonsten vielleicht zu JD nochmal reinschauen. Er schmackt halt unheimlich gerne halt entweder Nike oder North Face. Ich habe mal für Max. Ich guck mal. Ich weiß überhaupt nicht, was die haben. Lass uns mal überraschen. Schiffe immer noch fahren, ne? Immer noch teilweise auch echt viele drin gefühlt. Ich bin gerade bei Woolworth und habe schon so ein bisschen was gefunden. Ich habe mir gedacht, für Christi vielleicht so zwei Tannenbäumchen oder so. Ich muss mir aber angucken, was sie in anderen Geschäften so haben. Für mich habe ich mir mal so Kugeln mitgenommen, solche. Die kosten 2 Euro, glaube ich, oder 1,50, 2. Genau, und einmal schon mal solche Fläschchen für alle drei Kinder dann. So, ich bin jetzt bei Woolworth raus, war zwischendurch bei TK Maxx, da ist nichts. Und jetzt laufe ich mal zu JD. Ich brauche für die Jungs ja auch noch irgendwie was und für Christian Wall nicht auch. Also, ich guck mal, ob ich irgendwie irgendwo was Schönes finde. Ich habe jetzt bei JD nichts gefunden. Jetzt gucke ich mal kurz bei Blick und Blockburg, ob ich da irgendein T-Shirt finde für die beiden oder so. Mal gucken. Jetzt bin ich im Sophienhof in so einem schönen Laden, wo sie ganz, ganz viele Öle und Nudeln verkaufen. Solche Nudeln habe ich schon mal gefunden mit Pepperoni. Kenne ich gar nicht. Ist, ansonsten gibt es hier ganz viele tolle Sachen zu verschenken. Ne? Das ist richtig mega. Ich bin schon so ein bisschen zum Gucken oder beim Gucken, was man so mitnehmen kann für die Kinder. Vielleicht sowas hier irgendwie. Zu Nikolaus passt auch ganz gut, ne? Ich eile jetzt zurück
Was ein Reinfall, Leute. Ich hab nichts. Hab nur ein bisschen was zu essen mitgenommen. Hier ist alles brechend voll. Und ich habe keine Idee mehr, was ich denn holen kann. Gibt's nichts. Ich habe auch nicht genug Zeit. Ich hatte jetzt nur noch eine Stunde und zu wenig Zeit. Jetzt schneit es hier noch und jetzt renne ich dann mal ganz schnell zu Max und Christine. Wir fahren jetzt nach Hause. Ich habe schon zu den Kindern gesagt, ich bin total frustriert. Für Christi habe ich ein bisschen was gefunden, ne? Aber für die Jungs nichts. Nichts. Es gibt nichts zu Nikolaus für euch. Ganz einfach, oder? Gibt es vielleicht irgendwie eine hier, Packung Pringles? Es gibt eine Packung Pringles. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Also aber Christi hatte eine coole Idee für Ash. Das heißt, wir müssen morgen wieder wahrscheinlich in die Stadt. mal gucken, ja. Oder ich fahre nochmal gleich nach Reisdorf und guck da, ob ich da noch irgendwas Schönes finde. Ich hatte ja ich hatte schon Max gesagt, bei Pick & Kloppenburg habe ich so ein schönes Lacoste-Shirt gesehen, haben sie sogar runtergesetzt in beige. Allerdings bin ich mir eigentlich sicher, dass Ash sowas nicht anziehen würde und Max war ich mir nicht sicher, ob er sowas anzieht. Ganz schlichtes, normales T-Shirt. Also, naja, wir haben ja noch einen Tag Zeit. Und schon bin ich zu Hause. Ich habe bei Woolworth für uns ein paar Aufkleber für Fenster mitgenommen. Fand ich eigentlich ganz hübsch für 2 Euro. 2 Euro. Genau, dann fand ich diese ganz cool. Die kosten nur 1,50. Ich hoffe, dass man die gut anbringen kann. Und einmal so ein Tannenbäumchen hier mit Merry Christmas, glaube ich. Genau. Finde ich auch ganz schön. So ganz schlicht, weil mir fehlt so ein bisschen was für die Fenster. Das passt aber nicht ganz gut. So, für die Kinder habe ich wirklich nicht viel mitnehmen können. Ich überlege tatsächlich, jetzt nochmal loszufahren oder wenn ich Ash abhole von der Schule. Für die Großen habe ich jetzt hier sowas hier mitgenommen. Das ist so ein Nougat-Riegel. Das, das und das. Ich dachte, das ist auch mal ganz gut, kann man einpacken. Für Christi Tannenbäumchen. Dann sowas hier noch. Und das ist auch für Christi ein bisschen so Bratapfelkekse. Schmecken bestimmt mega. Das gab es bei Nana. Wie gesagt, ich wollte eigentlich aber noch ein bisschen was anderes holen. Nanu-Nougat, stimmt. Nanu-Nougat, wo? Du hast was von Nanu-Nougat erzählt, das war auch diese, Nougat, ja. Ich weiß, es ist Nougat, aber das ist nicht Nanu-Nougat. Nanu-Nougat hat auch sowas ähnliches, aber und für die Hälfte günstiger. Ich habe jetzt, glaube ich, pro Riegel 5, 6 Euro hier bezahlt in diesem anderen Laden, wo ich euch das gezeigt habe mit den Ölen und so. Ne? Das ist so ein cooler Laden, die haben da wirklich sehr, sehr viel. Und jetzt wollte ich irgendwas erzählen, habe es vergessen. Weg. Mein Schnucki ist schon so fleißig und kocht Mittag für uns. Das leckere Fleisch von gestern, das war so ein Gulasch. Super lecker, hat es geschmeckt. Jetzt hat das ein bisschen verfeinert sogar. Mit, guck mal, ui, mit Karotten, Erbsen. Erbsen allerdings keine Tiefkühlerbsen, sondern getrockneten oder Trockenerbsen, ne? Was macht dein Rücken? Im Moment geht's, okay. Immer wenn du weg bist, ist ja gut. Ja gut, soll ich nochmal wegfahren? Tschüss. Na, tschüss. War ein Spaß. Ihr habt doch vorhin Joghurt gemacht. Ja, ich weiß. Yoga. Hier ist das Buch. Machen wir gar nicht mehr. Nee, stimmt. Du isst im Moment kein Joghurt. Ich esse nur, ich trinke also man kann nur Yoga oder Joghurt. Also, ja, okay. Akku ist gleich leer. So, hier ist auch das Buch für meine Nichte nochmal angekommen. Kann ich auch nochmal einpacken. Von School. Die Eiskönigin. Thank you.
Die Fensterbilder sind jetzt dran. Bei diesem hier war das gar nicht so einfach, das Ganze festzukleben, weil entweder oben dieses Band quasi mehr oder weniger, also das hier, klebte zuerst oder halt die Stiefelchen sich an die Scheibe befestigten. War nicht so einfach, war so ein bisschen Fummelarbeit. Ansonsten finde ich, sieht das echt gut aus, ne? Vor allem gerade, weil das hier alles draußen weiß ist. Und hier habe ich nochmal die Tannenbäumchen dazu gegeben und auch halt ein Weihnachtshäuschen. Ich finde das ganz hübsch. Passt. So, ich mache mal ganz kurz für mich was für die Nudeln. Und zwar habe ich mir gedacht, habe ich vom Buch irgendwie drauf auf Schafskäse oder Feta. Dann Tomaten habe ich schon mal ein bisschen klein geschnitten. Schnittlauch kommt damit rein und ein bisschen Pesto. Genau, schmeckt immer ganz gut. Und ein paar Gewürze und etwas Olivenöl. Genau, das ist dann heute quasi mein Mittag. Und schon ist es 14:45. Max holt jetzt Ash ab. Ich habe gerade beim Kartoffelnschälen noch drüber nachgedacht. So, eigentlich haben wir die Kinder immer hin und her gefahren, ne? Einmal hin, einmal zurück. Ist ja noch so ein bisschen, also dass Max vor allem auch dann jünger war und keinen Führerschein hatte. Und jetzt fährt er selber und bringt Ash entweder weg oder holt ihn ab. Das ist so ein komisches Gefühl. Richtig krass. Ich koche übrigens gerade was für den Salat. Und zwar Olivier oder Wintersalat wird auch genannt. Ein paar Kartoffeln. Dann hat man Schnucki was gefunden. Ich habe nur Erbsen im Laden. Nur Erbsen, ja gut. Karotten kann ich ja mit den Kartoffeln kochen. Ja. Wintersalat, genau. Da zeige ich später mal, was da reingehört. Ich koche jetzt Kartoffeln dazu, Eier und Karotten. Da wir keine Karotten mit Erbsen in der Dose haben, kann man ganz normal Karotten hier schälen und mal kochen. Gesundheit! Guten Appetit, ihr Lieben. Also, wir essen jetzt. Mein Schnucki hat so eine Gulaschsuppe gemacht. Genau, Gulaschsuppe, so eine mit Art. Ja. Mein Schnucki hat das erste Mal getrocknete Erbsen benutzt, die seit 2 Stunden gekocht haben und irgendwie nichts geworden sind. Sind ja was geworden. Vielleicht aber du hast gesagt, die sind so bissfest. Also bissfester als die Tiefkühl- oder Dosenerbsen. Das ist schon besser als nichts. Und er meinte, die sind halt ein bisschen anders, ne? Also, ja. Ash ist von der Schule zurück, Max hat ihn abgeholt und jetzt ist er in seinem Zimmer. Wir haben diese Erbsen früher in unserer Erbsenpistole als Munition benutzt. Na gut, ihr Lieben, also wir essen jetzt. Guten Appetit. Jetzt wollte ich gerade anfangen zu essen. Und hier. Wer ist denn da und kratzt an der Tür? Er hat gerade irgendwie rumgezickt draußen. Weiß auch nicht, was er. Er sollte irgendwas machen, was er nicht wollte. Nicht wahr, Leo? Also, guten Appetit, ihr Lieben. Ihr Lieben, ich komme jetzt einmal ganz kurz zu diesem Salat. Ich habe schon gerade Max gerade unten gesagt, so Mensch, ich mache jetzt diesen Salat, kannte er ja noch von früher. Also, wir brauchen dafür, das ist Olivier oder Wintersalat, je nachdem, Semisalat, also so, je nachdem, wie man den nennt. Wir brauchen dafür Erbsen. Saure oder salzige Gurken, Eier, Zwiebel, Kartoffeln, Karotten. Ich werde nicht alle Kartoffeln natürlich jetzt schnippeln, ne? Also jetzt für uns, für diese kleine Schale reicht es völlig so ein paar Kartoffeln zu nehmen. Und Karotten, im Grunde nehme ich eigentlich meistens Karotten, die zusammen mit den Erbsen sind, ne? Es gibt auch solche Erbsen in der Dose mit Karotten zusammen. Geht auch. Also man muss halt keine Karotte extra nochmal kochen, aber das habe ich jetzt gemacht. Dann wie gewohnt halt Salz, Pfeffer. Und dann das Ganze wird nachher, bevor man das isst, entweder mit Schmand oder Mayo oder beidem, Schmand und Mayo quasi vermischt und dann wird einfach gegessen. Ah, und für die, die Fleisch essen,
Fleischwurst oder Fake-Fleischwurst gibt es ja auch. Gehört eigentlich auch da rein. Ich mache gar nichts, gar keine Wurst rein. Deswegen, genau, aber genau, da gehört wichtig für die, die Fleisch essen, Wurst rein. Das ist so eine Fleischwurst, entweder mit Knobi oder halt ohne. Oder Mozzarella kann man da auch mit reinschnippeln. Ich habe schon mal gesehen, es gibt sogar welche, die Fleisch, Rindfleisch, gekochtes Rindfleisch da rein oder gebratenes, gekochtes, damit reinschnippeln. Habe ich noch nie gegessen. Geht aber auch. Wie gesagt, ich würde sagen, ich fange jetzt mal an zu schnippeln. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. And I lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Der Salat ist jetzt fertig. Ich habe für die Kinder auch ein bisschen was abgefüllt, eine Schüssel. Ich würde ihn so jetzt in den Kühlschrank stellen und bevor ich ihn essen möchte, zum Beispiel, hole ich so eine Portion raus, vielleicht eine kleine Schüssel und vermische es nachher entweder mit Schmand oder mit Mayo. Also mein Favorit ist natürlich mit Schmand. Schmeckt nämlich super lecker und viele essen das aber auch mit Mayo. Man kann aber auch mischen, beides, ne? Also man kann sogar ein bisschen Essig damit dazu geben, also im Grunde kann man das sehr, sehr gut variieren. So, ja, so sieht das Ganze aus. Ich war eben noch mal ganz kurz bei den Kindern. Leo ist natürlich gleich wieder abgezischt, ne? Oben, weil ich den Salat gebracht habe. Und Christi hat für Leo auch so eine Grobstrickdecke selber gemacht fürs Bettchen. Nur halt in kleiner. Die hat es ja selber, wie nennt man das denn? Also man hat die nicht gestrickt. Also mit den Fingern muss man das irgendwie mit Schlaufen und so machen. Auf jeden Fall sieht das süß aus, habe ich gerade geguckt. Ja, Geschirrspüler ist jetzt durch. Das heißt, ich muss jetzt dann mal ganz kurz Geschirrspüler ausräumen. Und ich glaube, ich komme heute nicht mehr dazu, nach Reisdorf zu fahren. Dann morgen eher, weil die Zeit läuft mir irgendwie davon, ne? Ich muss erst schon einsammeln, eine Stunde. So, wo ist Leo? Er wollte weg. Kaum ist die Tür oben auf, zack, ist er unten. Hier! Draußen ist es wieder kälter. Es friert, merkt man schon, ne? Leo, hier! Aber es schneit nicht mehr. Erstmal. Komm rein. Drive along. In December rain, they play my favorite song. I see a snowflake melt on the deck. I'm awful cold and longing for the holiday. Counting days until you're here. I've been waiting this whole year. Dear Christmas, Christmas, Christmas night. I know you may suffer light. But together we're alright. You know we're ready for Christmas. Can't wait to head back home. When the sleigh bells call, I hit the road. Baby, let it snow. We're ready for Christmas. Why you so fire close? I think I hear them call. So baby, let it snow.
pick all the presents up for you. Decorate the fireplace for two. I keep waiting all night, all night. Wish upon a starlight, starlight. I sleep under the mistletoe. Wake me up with a kiss on my nose. It feels so magical, yeah, look. Leute. Ich habe mich das erste Mal wieder getraut, mit dem Auto zu fahren. Ich muss erst gleich einsammeln. Vorher wollte ich jetzt einkaufen. Jetzt suche ich mal ganz kurz meine Einkaufslisten. Zwei Stück. Huch! Dunkel ist es jetzt hier für euch, ne? Warte mal. Ja, die Straßen sind nach wie vor, ehrlich gesagt, nicht so schön. Benutzt irgendwie nichts. Suche mal ganz kurz. Ich muss noch Post wegbringen. Ein bisschen was einkaufen und eigentlich muss ich in 15 Minuten schon wieder bei Ash sein. Wo ist meine zweite Einkaufsliste weg? Na gut, ich würde sagen, wir düsen nochmal ganz kurz zu Edeka und besorgen so ein paar Sachen. Was haben die für hübsche Adventsgestecke bzw. Kränze hier? Adventsgestecke. Sieht cool aus. Oder auch diese hier, guck mal. Ist ein bisschen voll geschneit, aber trotzdem sieht echt ganz hübsch aus. So, schaut mal, ich habe jetzt einiges eingekauft und unter anderem Getränke haben die wieder irgendwie. Genau, jetzt geht es für mich, also Edeka, warte mal, ich brauche noch einmal Edeka, sage ich schon. Ich brauche einmal Zebra auf jeden Fall und Klopapier. Und Ash wartet schon auf mich, ne? Er sagte, ja okay, komm. So, jetzt habe ich glaube ich erstmal alles. Und schon sind wir zu Hause angekommen, zum Glück heil angekommen, weil es fängt wieder an zu frieren. Wir haben, glaube ich, minus 1 oder minus 2 Grad, merkt man gleich so auf den Straßen, waren aber relativ gut schon irgendwie geräumt, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen geschmolzen, aber trotzdem war das glatt. Also gerade so die Nebenstraßen sind mega glatt. Ich habe den Einkauf auf den Tresen gelegt und würde ihn ganz gerne euch mal in Ruhe einfach mal zeigen, weil gerade bei Edeka war das überall brechend voll. Und so schaut es aus. Ash hat dann ja dann doch nochmal Brötchen mitgenommen. Und zwar ganz normale, helle Brötchen mit auch mit ein paar Körnern. Sein Trinken natürlich, das ist sein Lieblingstrinken irgendwie momentan. Dann haben wir ein paar Kartoffeln, Karotten, Schmand ist ganz gut für den Salat heute Abend. Dann Grapefruit für Ash, Mozzarella, also mit Geflügel wollte er unbedingt haben. Dann Tomaten, Eier, Frischkäse, Quark und wieder Ash trinken. Mega gesund, ne? Na gut, ihr Hübschen, ich packe jetzt mal ganz schnell den Einkauf mal weg und mache eigentlich auch schon Abendbrot, glaube ich, denke ich mal gleich. Draußen ist stockdunkel. Guck mal, jetzt könnt ihr natürlich ganz gut die Fensterbilder sehen. Sieht hübsch aus. Tannenbaum leuchtet auch. Ich glaube, da müssen langsam bald mal die Batterien gewechselt werden, schätze ich mal. Aber ansonsten ist der Stern an. Draußen ist noch nicht. Nee, ist noch nicht an. 5:30. Und schon gibt's Abendbrot, ihr Lieben. Für Adrian habe ich jetzt einen Salatteller gemacht mit Spinat, halt ein bisschen Gemüse, Eier und guck mal, das ist hier mein Teller. Da sind Teller. Sogar zwei Eigelb drin. Ja, wundervoll, das haben wir das oder? Zweite Mal jetzt schon dieses Jahr. Ja, ich. Zweites, dritte. Das dritte Mal? So, das ist hier mein Teller. Ich habe hier auch Salat, ein Brötchen und einmal mein Wintersalat, also diesen russischen Olivier und einen Tee. Genau. Also bei uns gibt es jetzt Abendbrot. Und jetzt geh noch mal kurz da drüben rüber, was der sich da macht. Der macht sich auf jeden Fall kein Gemüse. Ja. Er macht sich nur Brötchen und Actimel. Actimel hat alles. Und Wurst. So, also bei uns ist jetzt hier Couch angesagt. Wir wollen gleich unsere Serie weiter gucken, Abendbrot essen. Und ich würde ganz gerne das Video jetzt hier beenden. Hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Ja, morgen geht es wahrscheinlich wieder in die Innenstadt, schätze ich mal. Ich brauche auf jeden Fall für die Kinder was. Zu Nikolaus. Also der Nikolaus braucht was für die Kinder. Und na gut, ihr Hübschen. Also ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Vlog. Bis dann. Tschüss.